Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und heute ist eine Special Episode, denn ich mache endlich das, was ihr seit Ewigkeiten wollt, und zwar predikte ich die Keeper. Es ist heute eine reine Torwart-Episode, das heißt, es gibt keinen einzigen Feldspieler, nur Torhüter. Und wenn ihr das Ganze gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr habt ja gebettelt und gebeten darum, dass ich bitte diese Torhüter mache. Ihr habt ja auch nicht nachgelassen, habt das Video gedisliked nach dem Motto, hey, kannst du nochmal predikten und so weiter und so fort. Und mein Gott, dann mache ich es halt jetzt von mir aus. Es wird vielleicht bei einigen ein bisschen, naja, Unmut hervorrufen, beziehungsweise einige werden zufriedener sein als andere. Aber ich denke mal, das ist ganz normal und im Endeffekt mir auch ein bisschen egal, denn ich predikte hier meine Meinung. Ihr könnt mir gerne eure in die Kommentare schreiben und für die nächste wieder Vorschläge machen, auch wenn ich die nächste quasi schon fertig habe, also für die übernächste effektiv. Dann wir starten durch mit dem ersten Keeper und das ist René Adler. 79er Rating, momentan ist non-rare, aber das ist egal, ich mache ja alle Karten immer selten. Und er bekommt von mir eine plus 1 auf 80. 81 Hechten, dazu 83 Reflex, 78 Ballsicherheit, 80 Positioning. Notenbester Keeper der Hinrunde. Das natürlich auch damit geschuldet, dass er ein paar weniger Spiele gemacht hat als beispielsweise ein Sieler, aber das sage ich jetzt natürlich nur, weil Sieler der zweitbeste Keeper ist nach den Noten und weil Adler natürlich einfach trotzdem eine extrem geniale Hinrunde gespielt hat. War richtig, richtig stark, kann man nichts gegen sagen. Der hat sich nochmal aus seinem Tief, das er hatte und nachdem er von Dropley verdrängt wurde, hat man vielleicht nicht gedacht, dass er noch nach oben kommt, aber er ist nach oben gekommen und dementsprechend hat er eine unfassbare Leistungssteigerung nochmal gezeigt, hat 11 Spiele gemacht, 14 Gegentore, 3x0 gespielt, ist auf jeden Fall in Ordnung und dementsprechend dieses kleine Upgrade in seinem Alter mit 30 Jahren auf 80 trotzdem nochmal gerechtfertigt, in meinen Augen sieht auf wirklich sehr, sehr stark aus. 81 Hechten, 83 Reflexe, 80 Positioning, 78 Ballsicherheit. Gute Allround-Sets auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen. Und für den HSV auf jeden Fall momentan ein sehr, sehr sicherer Rückhalt. Wir kommen zum zweiten Keeper und das ist natürlich der zweite Bundesliga-Torwart. Sein Name ist Ralf Fährmann. Auch den habt ihr natürlich gewünscht, der Keeper des FC Schalke 04. Auch der hat eine bombenstarke Hinrunde gespielt, gar keine Frage, ist notentechnisch relativ weit oben mit dabei. Nicht nur in den Top 3, da sind zumindest beim Kicker, soweit ich mich erinnere, Zieler auf Platz 2, beziehungsweise auf Platz 1, als ich es noch gesehen habe, Adler auf Platz 2, beziehungsweise 1 und Marvin Hitz auf Platz 3. Der hat auf jeden Fall 17 Spiele gemacht, 5x0 gespielt, 23 Gegentore. Bei Schalke auf jeden Fall eine gute Hinrunde gemacht, keine Frage. Die Stats sehen jetzt schon sehr, sehr stark aus. Mit 82 Hechten, 85 Reflexen und 81 Positioning. Dazu noch 79 Ballsicherheit. Und ich denke mal, mit den vier wichtigsten Stats, das sind dann Hechten, Reflexe, Ballsicherheit und Positioning, steht dann nochmal ein bisschen besser da. Und wenn die alle bei 80 sind, ja, läuft das auf jeden Fall, würde ich mal so behaupten. 82er Rating ist auch definitiv angemessen. Der hat seinen Marktwert nochmal ein ordentliches Stückchen gesteigert in diesem ganzen Jahr. Jetzt nicht explizit nochmal in 2015, aber am 1.7.2015 Marktwert von 6 Millionen. Und wenn man bedenkt, dass der vorher gerade mal bei 4,5 lag, eine Saison vorher, und das für einen Torwart in dem Alter, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich bin sicher, dass Schalke sehr zufrieden ist, dass Fährmann so eine Entwicklung genommen hat und dass sie einen sicheren Rückhalt haben. Genauso wie der HSV, der da hinten im Kasten bei denen drin steht. Willkommen zum nächsten Keeper und da ist natürlich wieder einer aus der richtig Bundesliga. Nein, aus der Premier League. Es ist nämlich Joe Hart. Ja, der ist vielleicht ein bisschen überraschend für einige dabei, aber der macht momentan bei City einen richtig, richtig guten Job. Kann man absolut nichts gegen sagen. Der hat den oft schon den Arsch gerettet. City momentan der Tabellendritter mit 3 Punkten Rückstand auf Arsenal bzw. Leicester. Und der Mann hat wirklich einen großen Anteil daran, sage ich mal. Denn der hat bisher, und das ist der Vergleich jetzt mal zu beispielsweise Fährmann, den ja alle so hochloben, und Adler also hochloben, auch zu Recht, keine Frage, die leisten gute Arbeit. Aber wenn man bedenkt, okay, er steht auch bei City im Tor, ne? Aber trotzdem, bisher 19 Spiele, 16 Gegentore, 9x0. Das ist wirklich gut, das ist richtig, richtig krass, vor allem, weil er auch zu Null gespielt hat, beispielsweise gegen Leicester, die ja sehr weit oben mit dabei sind, gegen Manchester United zu Null gespielt hat. Das sind wirklich Ergebnisse, bei denen man sagen kann, ja, gegen Chelsea auch zu Null gespielt, sehr, sehr gute Leistung und das Upgrade auch noch, weil er in Head-to-Head 85 hat. Würde einige von euch vielleicht überraschen, aber ja, der richtig, Kollege Hart, Joe Hart, hat in Head-to-Head, das heißt in Matchday, das heißt im Karrieremodus beispielsweise, ein 85er Rating. Mich hat es auch überrascht, aber dementsprechend denke ich, dass ihr ihn upgraden wird. Wenn ich auf 84, dann auf, oder wenn ich auf 85, dann auf 84, schreibt mal meine Kommentare. Damit sind wir fertig mit Joe Hart und kommt zum nächsten Mittag, und zwar zu Timo Horn. Richtig, der Keeper vom 1. FC Köln, auch hier direkt wieder selten. Allerdings natürlich momentan eigentlich nur non-rare. Ja, hat ein 79er Rating aktuell, 77 Hechten, 78 Reflexe, 82 Positioning, 80 Reflexe. Habe ich gerade zweimal Reflexe gesagt, wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir die geupgradete Karte auf 80, genauso wie auch schon Fährmann und genauso wie auch schon Adler plus 1 auf 80. 79 Hechten, dazu 81 Reflexe, 79 Ballsicherheit, 83 Positioning und 80 Abschlag. Ist ja auch ein Keeper, der eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Köln ja allgemein mit ein bisschen das Überraschungsteam, haben gute Transfers gemacht, haben gute Leistungen gezeigt.
Und Horn hat auch einen wesentlichen Anteil daran, dass Köln momentan auf dem Tabellenplatz steht, wo sie halt nun mal gerade stehen. Sein Marktwert auch 6 Millionen, das heißt für einen 22-jährigen Keeper schon mal gar nicht so schlecht, weil Torhüter ja allgemein nicht so den krassesten Marktwert haben. Hat bisher diese Saison 17 Spiele, 21 Gegentore und 5x zu 0 gespielt. Auf jeden Fall auch eine gute Statistik. Und ich würde sagen, der Junge ist noch sowas von jung mit 22, der hat noch eine Riesenkarriere vor sich und ich denke mal, der wird irgendwann in den nächsten Jahren zu einem großen Club wechseln, wenn nicht zu Liverpool, dann vielleicht sogar zu Man United, vielleicht als Nachfolger von Kollege Keylor Navas zu Real Madrid oder sonst was. Ich kann mir auf jeden Fall vieles vorstellen, schreibt mal auch in den Kommentaren, vielleicht auch zum FC Bayern, nachdem Neuer weg ist. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Zum vorletzten Spieler für diese Episode kommen wir jetzt und das ist Rune Jahrstein. Das ist der Keeper von Hertha BSC Berlin und von dem hätten wohl die wenigsten erwartet, dass der nochmal irgendwann zum Stammspieler werden würde. Der Kollege ist Norweger und war eigentlich immer hinter Thomas Kraft so ein bisschen hinten. Ne? Also der hat nie wirklich gespielt. Dann hat sich Kraft verletzt. Und seitdem ist Jahrstein dabei. Und der macht einen richtig guten Job. Der hat nämlich bisher 13 Spiele gemacht und 13 Gegentore bekommen. Natürlich, Hertha ist momentan Dritter. Das heißt, das liegt auch daran, dass er so gut spielt. 6 Gegentore und zusammen mit der Hertha-Defensive mit die beste Defensive der Liga. Ich glaube, nur Bayern ist besser. Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall sehr, sehr stark. Hat nur einen Marktwert von 500.000. Das liegt natürlich auch in seinem Alter. Er ist bereits 31 Jahre alt. Aber trotzdem sollte man sein Rating auf jeden Fall upgraden. Denn 69 ist für so einen Keeper nicht angemessen. Auch wenn man nicht zu hoch greifen sollte, weil auch vieles an der Berliner Defensive liegt, die wirklich sehr stark ist, mit beispielsweise Brooks, ist er auf jeden Fall trotzdem kein schlechter. Und dementsprechend eine 74, denke ich mal, ist ein Rating, mit dem man sich auf jeden Fall ja zufrieden geben kann. 72 Hechten, 77 Reflexe, 74 Ballsicherheit, 78 Positioning. Das sind plus 12 Positioning. Und warum? Weil er es auch in Head-to-Head hat. Dementsprechend dieses krasse Upgrade da. Aber ich denke mal, damit kann sich jeder zufrieden geben. Ist ein guter Keeper, keine Frage. Hat seine Leistungsdaten, wie ich gerade vorgelesen habe, keine Frage. Und von daher auf jeden Fall nicht 69, sondern eher 74, vielleicht sogar 75. Je nachdem, schreibt mir auch da eure Meinung in die Kommentare. Wir kommen zum letzten für diese Episode und wir kommen bei Z an. Und das ist Ron-Robert Zieler. Ja, auch bei dem haben viele in die Kommentare geschrieben. Max, Upgrade für Zieler. Und natürlich habe ich da kein Problem mit. Denn auch Zieler hat, auch wenn er bei Hannover spielt, und Hannover eine richtige Bratwurstriege ist, gebe ich ja offen und ehrlich zu, eine richtig gute Hinrunde gespielt, gar keine Frage. Ist immer noch Nationaltorwart, wurde kurzzeitig mal rausgeworfen von Löw, hat sich dann aber wieder richtig reingekämpft und wurde umso stärker. Hat jetzt beispielsweise gegen Bremen war das, glaube ich, da hat er erstmals nicht im Kader gestanden und hat direkt mal eine richtig gute Leistung rausgehauen und ist auch wirklich einfach, er ist ein guter Keeper, das ist nun mal einfach so, da kann man nichts gegen sagen. Er hat halt einfach mit Schulz ein Verteidiger, okay, Marcelo auch, aber Marcelo wird durch Schulz schlechter gemacht, als er ist. Mit Schulz und momentan dem sehr formschwachen Albonos auf der linken Seite eine unfassbare, wirklich, wie gesagt, Bratwurstriege vor sich. Und da kann man oft noch nichts machen. Er ist trotzdem der Keeper mit den meisten verheidelten Großchancen, was natürlich auch daran liegt, dass er viele auf den Kasten bekommt. Aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich und er ist der Grund, warum Hannover zumindest noch nicht letzter ist. Ob das noch passieren wird, ich bin sehr gespannt. Die Transfers sind gut, die wir bisher gemacht haben. Die Leistungen in den Testspielen waren auch in Ordnung, aber noch nicht ganz ausgereift. Aber das ist normal, neuer Trainer, neues System und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Aber Zieler ist auf jeden Fall nicht der Grund, wenn wir absteigen sollten. Zieler ist, wenn schon, fast eher der alleine Grund, warum wir drin bleiben. Ne? Also ich denke mal, da sind wir uns auch alle einig. Und ich denke mal, viele von euch können sich auch damit zufrieden geben, dass Zieler eine 81 von mir bekommt. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Und es wollen nur ein kleiner Klick. Und für mich bedeutet es wirklich viel. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.